Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gasthörer, Gasthörerinnen, Gasthörerinnen und Gasthörer, Studierenden, ich freue mich sehr, Sie hier wieder begrüßen zu können und vor allen Dingen freue ich mich besonders, ich freue mich eigentlich immer, wenn Gäste kommen zu unserer Oberschule, aber hier freue ich mich besonders, weil ich Ihnen eine ganz ausgezeichnete Kennerin, französische Historikerin vorstellen kann, die wohl eine der besten Kennerinnen der Geschichte Ungarns im 19. und 20. Jahrhundert ist und damit auch eine der besten historischen Kennerinnen der Mitteleuropa-Dimension der europäischen Geschichte. Und wir werden heute ein Thema von ihr vorgetragen bekommen, das den wenigsten bekannt sein dürfte, aber eine zentrale Figur der Geschichte Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg beleuchten wird. Meine Damen und Herren, Katrin Orell ist eine namhafte Kollegin, die am Centre National de la Recherche Scientifique tätig ist, an der Universität Paris, Universität de Paris 1, das ist Sorbonne. Und sie ist mehrfach ausgezeichnet worden durch Medaillen. Sie ist Mitglied in verschiedenen wissenschaftlichen Gremien, Kommissionen. Das würde viel Zeit bedürfen, alles aufzuzählen, wo sie tätig ist, in verschiedenen Akademien, wissenschaftlichen Einrichtungen. Das ist beeindruckend. Vor allen Dingen möchte ich Sie ein bisschen einführen in ihr Oeuvre. Sie hat sich beschäftigt mit der Geschichte Ungarns im 19. Jahrhundert, aber auch im 20. Beispielsweise über die Situation der Juden in Ungarn, die Jahre 1825 bis 1849, also die Vormärzzeit, Fragen, Probleme der Assimilation, der Emanzipation, das war die Doktorarbeit, das war die Dissertation. Sie hat verfasst auch neben Geschichte Juden, jüdische Geschichte Mitteleuropas und Ungarns zur Stadtgeschichte, eine Geschichte von Budapest, eine umfangreiche Monographie, die auch ins Bulgarische übersetzt worden ist, zunächst in Paris 1999 erschienen, dann in Sofia 2010. Sie hat sich beschäftigt mit der Situation nach dem Kalten Krieg, nach dem Ende des Kalten Krieges, mit Blick auf die Frage der Restitution, sie sagt auch Wiedergutmachung, was die Güter der Juden angeht, das Eigentum der Juden, also Restitutionsfragen, das Wiederaufleben der jüdischen Leben in Zentraleuropa, das war die Habilitation. La restitution des biens juifs et le renouveau juif en Europe centrale. Ich darf erwähnen, dass sie über Nationen, Kulturen und Gesellschaften in Zentraleuropa, das firmiert Synonym für Mitteleuropa, die Festschrift verfasst hat, herausgegeben hat, mit Blick auf den verehrten Mentor und Doktorvater Bernard Michel. Sie hat zusammen herausgegeben auch eine Studie über die Randlagen, würde man ins Deutsche übersetzen, des Faschismus, la Peripherie du Fascisme, Spécification d'un modèle fasciste au sein de des sociétés, de société agraire, le cas de l'Europe centrale entre les deux guerres, also die Zwischenkriegszeit, ein Begriff, der auch umstritten ist, aber der zeigt, dass wir uns noch viel zu wenig mit dieser Materie befasst haben und noch viel zu erforschen ist. Katrin Orell hat auch in diesem Bereich wesentliche Vorarbeit geleistet, eine Pionierin. Sie ist nicht nur eine Kennerin der jüdischen Geschichte, nicht nur eine Kennerin der Stadtgeschichte, der Geschichte Budapest, sie ist auch eine Militärhistorikerin, das ist nicht selbstverständlich für eine Frau, das scheint eher immer eine Männerdomäne zu sein, aber auch Frauen beschäftigen sich mit Fragen der Sicherheit, mit Fragen des Militärs. Ich darf zitieren, Soldaten zwischen nationalen Fronten, die Auflösung der Militärgrenze und die Entwicklung der königlich-ungarischen Landwehr, Honvet genannt, in Kroatien, Slawonien, die Jahre 1868 bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Jetzt bin ich wieder am Start der PowerPoint-Präsentation.
Cette Europe qu'on dit centrale, des Habsbourg à l'intégration européenne. Also eine Studie auch, die von den Habsburgern reicht bis zur europäischen Integration und das gleich vom Wiener Kongress bis zum Beitritt Ungarns zur Europäischen Union. Das ist die Zeitspanne von 1815 bis 2004. Katharina Wallitz hat sich auch mit dem Vorabend zur Geschichte des Ersten Weltkrieges befasst, in einer Herausgeberschaft mit der Annexionskrise 1908. Da geht es um Herzegowina Bosnien. Wir hatten zunächst die Okkupation 1878 und dann die Annexionskrise Izvolsky-Ehrental. Ein wichtiges Thema. Hier hat das europäische Mächtekonzert noch einigermaßen funktioniert und die Krise konnte beigelegt werden. Dann folgten weitere Krisen und dann folgten vor allen Dingen zwei Kriege. Auch dazu hat sie gearbeitet, nämlich über die beiden Balkankriege 1912 und 1913. Auch eine Herausgeberschaft, also man tastet sich in diesen Studien immer mehr auf den Ersten Weltkrieg zu und der zeigt sich dann als eine Vorgeschichte von Krisen, eine Vorgeschichte von Kriegen, nämlich die Balkankriege 1912 bis 1913. Und last but not least hat Katrin Orell zuletzt eine umfangreiche, umfassende, muss man sagen, Biografie vorgelegt zu Horthy, Horthy Miklos, Miklos Horthy. Eine zentrale Figur der ungarischen Geschichte, der 25 Jahre das Land mitgeprägt hat, nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist vor allen Dingen die erste deutschsprachige, noch nicht, aber französischsprachige Monographie, die umfassend ist. Das heißt, die das Leben Horthys vor dem Ersten Weltkrieg schon ausführlich schildert, aber auch die Zeit nach dem Krieg und das Exil in Portugal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel vorweggenommen. Ich freue mich sehr, dass es uns auch gelungen ist, dich zu gewinnen, nach Hildesheim zu kommen. Das ist nicht leicht, das ist nicht selbstverständlich, weil du bist viel unterwegs. Du umkreist praktisch mit deinen Forschungen, mit deinen Beiträgen nicht nur Mitteleuropa, sondern auch andere Teile der Welt mit Vorträgen, Konferenzteilnahmen und gewichtigen Beiträgen. Herzlich willkommen, Katrin, und ich freue mich, wir freuen uns auf deine Ausführungen. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank, einen schönen guten Abend. Es freut mich, dass Sie so zahlreich zu diesem Vortrag gekommen sind. Ich bedanke mich auch für die Einladung nach Hildesheim und für die Möglichkeit, hier referieren zu dürfen. Horthy, warum diese Figur, warum jetzt in Ungarn eine so umstrittene Figur einer Biografie zu widmen? Eben weil diese Figur jetzt in Ungarn so umstritten ist. Und wir werden am Ende des Vortrags sehen, was wir die sozusagen das Leben von Horthy nach seinem Ableben ist, das heißt, wie man heute in Ungarn diese Persönlichkeit evaluiert, bewertet, in verschiedenen Weisen instrumentalisiert auch. Kehren wir jetzt zum Beginn, also zu den Ursprung Horthys, zu seiner Ausbildung, seine Karriere in der Marine, in der österreichisch-ungarischen Marine. Wie Sie sehen, also Sie sehen hier seine Lebensdaten, Sie sehen, er hat ziemlich lange gelebt, was auch für eine Biografie eine Herausforderung ist. Also, man muss natürlich die Lebenszeit seines Objektes ganz genau betrachten. Und was für Horthy wichtig ist, ist, dass sein Leben in gut drei Teilen geteilt ist. Also der erste Teil ist sehr einfach zu definieren, vom Geburtsdatum bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und man bedenkt dabei, dass Horthy 1918 schon 50 Jahre alt ist. Und man könnte meinen, ja, also er geht in Pension,
kümmert sich um seinen Garten in Kenderesch, im Tiefen in der Tiefebene Ungarns und passiert nichts mehr. Und was genau interessant ist für seinen Fall, ist, dass eben es wird vieles passieren nach 1918. Und er ist auch ganz, er versteht auch sehr gut, dass er mit so einem Alter, also damals war man mit 50 Jahren ziemlich alt, heute ist es natürlich nicht mehr der Fall, und er hat den Eindruck, er begreift es auch selbst sehr gut. Also es beginnt jetzt eine zweite Periode meines Lebens. Ich trete in ein Abenteuer, dessen Ende ich nicht voraussehen kann. Was wird aus mir jetzt, 1918? Also was bedeutet es jetzt, die Konterrevolution in Ungarn, die Reaktion, dann die Wahl als Reichsverweser, was habe ich jetzt getan, um in diese Politik zu treten, wo ich nicht wollte. Und er sagt in seinen Memoiren, er schildert die Zeit 1918-19, und er sagt gerade, ich fand mich mitten drin, wo ich nicht sein wollte, in der Politik. Und wir werden sehen, dass es auch eine Selbstrechtfertigung ist und nicht entspricht natürlich nicht die Realität. Das werden wir sehen und das werden wir diskutieren. Also wir haben, Horthy hat seine Memoiren geschrieben. Das ist für den Biografen einerseits eine gute Sache. Man hat ein Dokument, man hat etwas. Andererseits ist es natürlich ein Problem, weil, wie Sie wissen, wenn man seine Memoiren schreibt, schreibt man natürlich, was man will und was man auch der Nachwelt geben will und nicht unbedingt, was eigentlich passiert ist. Und das können wir diskutieren, weil Horthy hat natürlich seine Memoiren nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, im deutschen und dann im portugiesischen Exil. Und seine Memoiren sind eine Pro-Domo-Rechtfertigung über seine Akten. Gut, wie gesagt, 50 Jahre alt, 1918. Es bedeutet natürlich, dass er ein Leben, eine Karriere vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Und das ist für seine Lebenswelt, für seine Mentalität extrem wichtig. Schauen wir uns kurz einige Bilder an, wie Sie sehen, also Horthy als junger Mann. Also wer ist Horthy, wo stammt er her? Er stammt aus einer reformierten Adelsfamilie, wie gesagt, aus der Tiefebene Ungarns, Kenderesch. Für diejenigen, die Ungarn kennen, das ist in der Nähe von Szolnok, also Ostungarns, ein Land, ein homogenes Land damals. Das heißt, Horthy als Kind kennt nur die konfessionelle Vielfalt Ungarns, nicht die nationale Vielfalt. Im Dorf in Kenderesch, wo er geboren ist, gibt es zwei Kirchen, eine reformierte und eine katholische. Die Familie ist auch gemischt, was für Ungarn zu dieser Zeit überhaupt kein Problem darstellt. Es ist banal. Die Mutter von Horthy ist eine römisch-katholische Frau und sein Vater eben reformiert. Und das heißt, und die Familie ist auch sehr gut geteilt, vier Buben, vier Mädel. Und am Sonntag geht Frau Horthy in die katholische Kirche mit den Mädels und Vater Horthy geht zum Tempel mit den Buben. Alles in perfekter Ordnung. Und diese Tradition, dass man gemischte Familien, gemischte Ehen hat, wird auch von Horthy selbst weiter
gemacht, weitergeführt. Seine Frau wird eine Katholikin sein und es wird auch von seinen Söhnen gemacht, dass sie eine andere Konfession, also Frauen der anderen Konfessionen ähnlich. Wie kommt ein junger Mann aus der Tiefebene, ein Reformierter, in die Marine? Wir haben jetzt ein Paradox. Es ist und ein doppeltes sozusagen, weil es gibt zuerst sehr wenige Ungarn in der Marine. Eben, weil Ungarn, wie Sie wissen, nicht ein besonderes See oder es ist kein Land mit einer besonderen Küste oder ein Küstenland. Das Küstenland gehört Österreich, Dalmatien gehört Österreich. Ungarn hat nur sozusagen das sogenannte Corpus Separatum und das heißt die Stadt Rijeka, Fiume, die als Hafen und Meerausgang sozusagen Ungarns dient. Also die Marine ist für einen Ungarn überhaupt keine Option und noch weniger für einen jungen Ungarn aus der Tiefebene. Die wenigen Ungarn, die in der Marine dienen, sind natürlich Westler, also Ungarn aus der westlichen Teil des Landes oder eben junge Leute aus Fiume. Was passiert? Wie kommt Horthy in die Marine? Wir werden sehen, in seinem Leben hat er oft Zufälle. Es gibt so Zufälle, Möglichkeiten, die nicht vorhanden waren und die ihn dann bestimmen haben und die seine Karriere bestimmen haben. Also erster Zufall, sein älterer Bruder ist in der Kadettenschule eingetreten, in Pola, in Istrien. Und unglücklicherweise stirbt er bei einer Waffenübung. Er wird von einem Kameraden getötet. Und Horthy sagt, ja, also ich will meinem Bruder nachfolgen. Er hat mir so vieles über die Marine, so vieles über die Reisen erzählt, ich will in die Marine. Das gefällt den Eltern nicht unbedingt, aber wir haben, wie gesagt, eine Familie mit 8 Kindern. Es ist kleiner Adel, sie sind nicht reich, sie haben Landgut, ein ziemlich großes Landgut, aber es ist keine reiche aristokratische Familie wie Horthys. In einem Wort, sie haben zu viele Kinder. Und die Mädels, damals hat man natürlich so ganz, ganz gute Möglichkeiten. Eine geht ins Kloster und die 4 anderen werden verheiratet. Weg mit den Damen. Was macht man mit den vier Buben? Also eine geht in die Kavallerie, das war immer eine gute Option, also für Ungarn, das war traditionell. Also der ältere Bruder, Kavallerist, ja, also das ist ganz normal. Das entspricht der ungarischen Tradition, der militärischen ungarischen Tradition. Leider stirbt der Nummer 3, der Bela, und nur einer wird das Gut erben. Die anderen muss man irgendwohin platzieren. Und da Horthy kein besonderer guter Schüler ist, wird er nicht in die hohe Administration gehen, er ist zu schwach bei den verschiedenen Fächern an der Schule. Also dann ist doch das Militär nicht so schlecht, dann denken sich die Eltern. Ja, man muss doch mit ihm was machen. Also in die Marine. Und die ersten Jahre seiner Karriere sind ganz normal, ganz banal. Also er wird befördert, aber nicht besonders. Erster Zufall, eben die Annexionskrise. Im Jahre 1908 ist er Schiffskommandant bei der auf dem Botschaftsschiff des österreichisch-ungarischen Botschafter in Konstantinopel. Also er ist gerade am Ort, wo es brennt,
als die Annexionskrise sich ereignet. Und sein Dienst ist, die Botschaft und den Botschafter zu schützen, falls es zu einer Eskalation der Krise kommen sollte. Und zu dieser Zeit ist er schon verheiratet, er hat schon die zwei ersten Kinder, also im Moment spielt es keine Rolle, aber er hat ein reges Sozialleben in Konstantinopel, dank seiner Frau. Seine Frau ist, also man kennt sie kaum, sie erscheint in praktisch keine Quellen, also und sie hat sich selbst dann als schüchterne, zurückgetretene, scheue Persönlichkeit betrachtet, das war sie überhaupt nicht. Sie hat die Karriere ihres Mannes geschützt, gefördert und sie hat bei allen diesen Mundanitäten, all diese sozialen Events eine große Rolle gespielt. Und wer ist der Botschafter in Konstantinopel zu dieser Zeit? Das ist der Markgraf Pallavicini, der ganz nah am Franz Josef steht. Also noch dazu hat Horthy das Glück, dass er mitten in einem großen Ereignis zu dienen hat und dass er noch dazu einen Chef hat, der das Ohr des Kaisers hat. Nachdem die Krise sich beruhigt hat, was passiert? Zweiter großer Sprung in der Karriere von Horthy. Er wird, nachdem er sich so gut benommen hat während der Krise, als Flügeladjutant von Franz Josef gewählt. Und das ist schon wieder ein Paradox und eine Ausnahme für Horthy, weil die Flügeladjutant von Franz Josef sind normalerweise Infanteristen. Kein Marineoffizier. Er ist nur der Zweite. Zufallsweise war auch sein Vorgänger gewesen in einem anderen, bei einer anderen Berufung. Sie kennen sich gut und natürlich kann auch dieser Mann dazu beitragen, den guten Ruf von Horthy zu bestätigen. Er kommt also an den Hof und das ist wirklich ein Wendepunkt in seiner Karriere, wie Sie sich vorstellen können. Er lebt in Wien, er dient dem alten Kaiser und er hat schon eine große Bewunderung für den Kaiser. Also die Kaisertreue war sowieso in allen Korps der Marine oder der Armee eine Selbstverständlichkeit, keine Frage. Aber wenn man noch dazu das Glück oder die Möglichkeit hat, dem Kaiser selbst, also ganz nah zu treten und ihm zu dienen, entsteht eine Beziehung zu dem Kaiser, das Horthy für sein ganzes Leben prägen wird. Und er sagt, dass er damals, also diese 5 Jahre, also 1909 bis 14, die glücklichsten Jahre seines Lebens gewesen sind. Man kann meinen, was im Vergleich, was mit den Ereignissen, die nachher geschehen sind, das kann man auch verstehen. So. Also das, was Sie hier sehen, das Bild links, zeigt Horthy gerade um dieser Zeit seines Dienstes am Hof Franz Josefs. Und er hat natürlich die Möglichkeit, auch die anderen Mitglieder der Familie, der kaiserlichen Familie nahe zu treten und seine Frau, noch einmal, macht auch für ihren Mann Werbung sozusagen. Also sie pflegt auch diese Beziehungen. Sie leben in einer Villa in Baden und seine Frau empfängt Gäste und also sie ist eine Persönlichkeit im Schatten, aber dieser Schatten ist sehr wichtig.
Während dieser 5 Jahre hat Horthy die Möglichkeit, mit Franz Josef, also zu diskutieren nicht, man diskutiert nicht mit dem Kaiser, aber er kann sich eine Idee, er ist mit dem Ambiente am Hof sehr vertraut und er entnimmt von diesem Ambiente, von dieser Gesellschaft seine, nicht seine ganze Mentalität, weil er hat sie schon, aber es befestigt ihn sozusagen in seinen Ideen. Und daher können wir seine Ideen als natürlich konservativ, also christlich-sozial nicht, weil er hat für die Politik kaum Kontakte mit den Politikern, er will das nicht, aber immerhin, er wird von diesen verschiedenen Gerüchten, die er hört, Leute, die er trifft, etc., wird er natürlich beeinflusst. Dann beginnt der Erste Weltkrieg, er dient und es kommt zu er wird Kommandant des Kreuzers Novara und auf dem Novara passiert ein Gefecht, ein Seegefecht im Kanal von Otranto, also im Süden des Adriatischen Meeres. Und da benimmt sich Horthy also musterhaft und daraus entsteht die Legende, oder ja, Legende ist ein bisschen übertrieben, also, aber er wird als Held von Otranto betrachtet, weil er während dieses Gefechtes nicht nur, also er verliert das Gefecht nicht und er kann sich in Sicherheit mit seiner ganzen Eskader bringen. Was nutzt das Ganze? Nichts, weil, wie Sie wissen, verliert Österreich-Ungarn den Krieg ohne ein Seegefecht verloren zu haben. Aber das nutzt nichts. Und eigentlich alles, was Horthy in seinem ganzen Leben erfahren hat, sind nur Niederlagen. Und das ist etwas, das man auch erwähnen muss, um die Persönlichkeit Horthys zu bewerten. Obwohl er sich musterhaft während des Krieges benommen hat, verliert Österreich-Ungarn den Krieg. Und wie Sie sehen, er wird sogar verwundert auf dem Schiff. Sie sehen ihn da liegen und es hilft ihm nach dem Krieg seine Figur als Held, als mutiger Kommandant eines Schiffes zu bilden. Nun, wie kommt so ein Mann, so ein Offizier, wie kommt es, dass er Reichster Weser Ungarns im Jahre 1920 gewählt ist? Wie gesagt, er ist 50 Jahre alt, die Monarchie zerfällt, er trifft den neuen Kaiser, Karl, ganz am Ende des Krieges. Zuvor hat Karl ihn als Oberkommandant der Marine ernannt, mit dem Rang eines Vizeadmirals. Also das ist wirklich der Höhepunkt seiner Karriere. Aber wie gesagt, das nutzt alles nichts. Er kehrt nach Hause mit seiner Frau. Sie fahren zurück nach Ungarn im November 1918. Und angeblich sollte Horthy, wie gesagt, zu Hause bleiben, seinen Rosengarten pflegen und das ist das Ende von allem. Doch, wie Sie wissen, es ist nicht das Ende, was Ungarn betrifft. Ungarn erlebt in den Jahren 1918-19 eine Reihe von Traumas, es ereignen sich Katastrophe über Katastrophe. Erste Katastrophe natürlich den Krieg verloren, es kommen viele, viele Soldaten, also das Land gerät in einem Chaos. Es gibt zuerst eine erste Revolution im Oktober 1919,
Oktober, November 1918, die Republik wird gerufen. Es ist so eine sogenannte bürgerliche Regierung. Diese bürgerliche Regierung hat aber damit zu tun, dass die ehemaligen Nationalitäten Ungarns das Land invadieren. Man ist wirklich in einer Situation des totalen Chaos mit bewaffneten Soldaten, mit Revolutionären, mit Bolschewiken natürlich auch und dazu die rumänischen und tschechoslowakischen Einheiten, die in das Land treten. Die bürgerliche Regierung kann sich nicht behaupten und wird von seiner linken Seite überholt. Und im März 1919 erlebt Ungarn eine Räterevolution, wie man sie in Deutschland, in Wien auch erlebt hat. Aber es gelingt den ungarischen Bolschewiken besser als den Deutschen oder Wiener und sie scheinen sich besser zu behaupten als die anderen. Aber wie Sie sich denken können, das gefällt den Alliierten, den westlichen Alliierten nicht, dass überall in Europa nach dem Krieg, nachdem die Revolution in Russland erfolgreich war, dass es gibt eine bolschewistische Ansteckung, Gefahr. Und man will doch nicht, dass so wie sie diese Domino-Effekt, dass mehrere Länder in der Macht der Bolschewiken kommen. Man muss reagieren, und das ist wirklich im ersten Sinne des Wortes eine Reaktion. In der Zwischenzeit haben sich in Südungarn Leute gruppiert, um gegen die Bolschewiken zu kämpfen, und diese Gruppen werden von den Westalliierten geholfen. Es gibt zwei Gruppen in Ungarn. Eine Gruppe in Südungarn, in der Nähe von Szeged, wenn Sie die Geografie Ungarn kennen. Das ist ganz im Süden bei der rumänischen Grenze heute. Und diese Gruppe bildet bald eine alternative Regierung zu jenen der Bolschewiken. Und eine Unterstützungsgruppe gibt es in Wien. Und diese zwei Gruppen einigen sich, aber es sind nur Politiker und man braucht eine bewaffnete Macht, um die Bolschewiken, um zwei Dinge zu tun. Die Bolschewiken zu schlagen, aber auch die invadierenden Armeen von Rumänien und der neuen Tschechoslowakei, wenn nicht aus dem Land zu schicken, sondern also zumindest wieder Ordnung zu schaffen, mit Hilfe der Alliierten. Also wenn man immer sagt, ja, also diese fürchterliche Konterrevolution in Ungarn, man muss dazu sagen, dass es mit Hilfe der Alliierten sich ereignet hat. Das heißt mit italienischen und französischen Hilfe. Es gibt eine interalliierte Kommission in Budapest mit einem Briten, mit einem noch dazu mit einem britischen Admiral, der die Donau kontrolliert und noch dazu italienische und französische Offiziere. Und sie wissen ganz genau, was passiert mit Horthy und mit dieser Gruppe von Politikern, die wieder die Ordnung schaffen wollen. Und also jetzt die Frage, warum Horthy? Warum ruft man Horthy zu dieser Regierung oder zu dieser Gruppe von reaktionären Politikern? Tatsache ist, dass Horthy sich nicht selbst eingemischt hat. Er wurde gerufen, aber er hat diesen Ruf gefolgt. Und er sagt natürlich in seinen Memoiren, ja, es war so reiner Zufall, ich wollte nicht, man hat mich gezwungen. Also nein, also das stimmt nicht. Er hat eine Woche Überlegungszeit, Gedenkzeit verlangt, aber dann war es okay. Ja. Er hat gesagt, ja, ich mache mit, und er hat sich er wurde Leiter dieser, sagen wir, Wiedereroberungstruppe, also die sogenannte Nationalarmee, gestellt. Weil er da,
Also warum? Dank seinem Ruf als Held von Novara und er war nicht bekannt, er war nicht politisch gesinnt in keiner Richtung und er war die einzige Wahl, die man damals hatte und er war der höchste rangierte Offizier. Und in dieser Regierung, die nur von Aristokraten, die aus Aristokraten bestanden hat, musste man natürlich ein bisschen die Regeln respektieren und den höchst rangierten Offizier fragen. Hätte er nicht gesagt, er hätte Nein sagen können. Und das ist die erste Gelegenheit, wo Horthy Nein hätte sagen können. Und er sagt Ja. Und er wird bis zum bitteren Ende Ja sagen. Und das ist auch eine, sagen wir, eine Konstante in seinem Leben, dass er immer die Möglichkeit hatte, Nein zu sagen. Und er hat in diesem Moment Ja gesagt und bis zum Ende hat er immer Ja gesagt zu den schlimmsten Dingen. Sie sehen hier die Machteroberung in Budapest. Sie sehen den Einmarsch der Truppen links. Und rechts sehen Sie ein wunderschönes Foto. Das ist gerade der Tag im März 1920, wo Horthy als Reichsverweser vom Parlament gewählt worden ist. Und er wurde von seinem Hotel geholt und wird sich in ein paar Minuten vor dem Parlament präsentieren. Und dann sagt er auch dabei, ja, ich wollte nicht. Sie sind in mein Hotelzimmer gekommen und sagen, ja, Sie wurden Admiral, Sie wurden gerade von dem Parlament als Reichsverweser gewählt. Und er sagt, ja, ach, das war schrecklich, ich wollte nicht. Ein zweites Ja, er hat Ja gesagt. Und nachdem er am 21. März 1920 Ja gesagt hatte, hat er sozusagen sein Schicksal gewählt. Gut, ich erspare Ihnen die Details, also die politischen Details, das politische Leben Ungarns, also das, ich glaube, das interessiert uns hier nicht, aber ich will vielleicht einen Moment detaillieren. Und zwar, weil Sie es vielleicht schon kennen, die zwei Restaurationsversuche von Kaiser, von König Karl. Also ich will nicht gerade erzählen, warum der Kaiser ist, also Kaiser und König, aber für Ungarn, das ist, wir haben mit einem König zu tun und mit König Karl. Sie sehen ihn am Tag der Krönung in Budapest im Dezember 1916 mit Königin Zita und dem kleinen Otto. Und das zweite Bild ist ein zeitgenössisches Bild während des Restaurationsversuchs. Was passiert da? Wir sind im März 1921. Kaiser Karl lebt in der Schweiz und wird von verschiedenen Ratgebern, von seiner Umgebung beeinflusst und überredet, dass Ungarn auf ihn wartet und er braucht nur nach Ungarn zu kommen und da wird das ganze Volk ihn bejubeln und er wird wieder König sein und Horthy wird ihm ganz einfach die Macht überlassen. Gut. Dann macht König Karl einen ersten Versuch und er kommt nach Ungarn, natürlich durch ganz geheimen Wege, durch Wien, er kommt nach Südungarn und will nach Budapest fahren und sich mit dem Admiral, mit Horthy unterhalten und dann denkt, ja, ein paar Minuten, das genügt, der Admiral wird seinen Eid leisten und seinem König die Schlüssel des Schlosses übergeben. Es passiert überhaupt nicht so. Er kommt nach Südungarn, anstatt eines großen Jubels
hat er besorgte Minen, mit besorgten Minen zu tun. Man sagt ihm, Majestät, das ist zu früh, schauen Sie, ja, im Westungarn sind die Leute gut gesinnt, aber wissen Sie, wir haben so diese chaotischen Jahre hinter uns, die Lage ist nicht, wie seine Majestät es glauben. Und, also, ja, schon bei der Ankunft ist der Empfang nicht so, wie Karl sich es gedacht hat. Er versucht es trotzdem, er fährt nach Budapest mit einem Wagen und kommt in Budapest an, klopft an die Tür, hallo, ich bin der König, und Horthy fällt von seinem Stuhl natürlich. Und wir haben jetzt mit einem Mysterium zu tun. Der König und Horthy unterhalten sich 2 Stunden unter geschlossenen Türen, hinter geschlossenen Türen, und wir wissen nicht, was sie sich gesagt haben. Es wäre ein guter Stoff für ein Theaterstück, also, wenn Sie Lust haben. Also, wir wissen nur, was Horthy in seinen Memoiren erzählt hat, und wir wissen nur, was die Offiziere oder die Ratgeber von Karl gesagt haben. Von Karl selbst haben wir nichts, weil er ist, wie Sie wissen, wenige Monate später gestorben. Und man hat nur, ja, der König hat mir gesagt, und der König dachte, dass, ja, es ist alles zweiter Hand Beschreibung, und wir wissen nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass Karl nach Steinamanger zurückfahren muss, weil Horthy ihm die Schlüssel des Schlosses nicht geben will. Und das ist ein Moment, wo Horthy für einmal Nein sagt. Und warum sagt er Nein? Es gibt verschiedene, man kann natürlich sagen, ja, also er sagt dem König, ja, wenn, also nehmen wir an, Majestät, ich lasse Sie jetzt an der Macht. Die kleine Entente wird bestimmt intervenieren, wir werden wieder Krieg haben. Wir wissen nicht, was wäre, wenn. Was wäre passiert, wenn. Und, aber Horthy malt ein apokalyptisches Bild dem König. Ja, also die Lage ist nicht, wie Majestät es denken. Ganz Ungarn ist nicht auf ihre Füßen, und wir werden schon wieder Bürgerkrieg haben und vielleicht Krieg und einen Krieg haben, weil die Tschechoslowaken werden intervenieren, die Jugoslawen auch, die Rumänen und. Und natürlich die Alliierten auch. Und Karl sagt, nein, 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 ich hab die Zuversicht Frankreichs. Briand hat mir gesagt, nein, nein, Sie können ganz ruhig nach Ungarn, wir werden uns nicht rühren. Das will Horthy nicht glauben, und er hat recht dabei. Und er sagt am Ende, nein, es geht nicht, es ist zu früh, Majestät, überlegen Sie sich und kommen Sie dann später. Ja, das ist ein bisschen, natürlich ist, das ist natürlich ein Vorwand. Karl kehrt nach Steinamanger zurück und muss angeschlagen zurück in die Schweiz fahren. Er gibt aber nicht auf, die Königin auch nicht. Wir wissen, dass Zita ihn auch ermuntert hat, und er macht einen zweiten Versuch im Oktober desselben Jahres. Dann kommt er angeflogen nach Ungarn. Vom Anfang an läuft alles schief. Die Maschine, der Flieger landet nicht, wo es landen sollte, und alles läuft durcheinander. Und am Ende kommt der Zug Karls kurz vor Budapest, in einem Vorort von Budapest, und wird von der paramilitärischen Garde Horthys und vor allem von Gömbösch, ich werde gleich auf Gömbösch zu sprechen kommen, unter Beschuss gestellt. Und dann Karl, der immer so, Karl, ich glaube, also ich will jetzt ganz offen sagen, ich glaube, wenn Karl in Ungarn regiert hätte, das wäre eine Katastrophe gewesen. Also, dann ist es doch besser, dass es so gegangen ist. Es ist eine ganz sympathische Persönlichkeit,
Aber mit Sympathie und mit Zögern ist man kein König. Und sobald der Zug die ersten Schüsse bekommt und es werden zwei Leute verletzt, auf Halt, Stopp, Stopp, wir machen nicht weiter, das ist, ich will kein Blut vergießen, ich will, es soll alles von selbst gehen. Nein, das geht nicht von selbst. In einem Land, wo schon so viel Dramatisches passiert ist, kann es nicht von selbst gehen. Und er muss die Sache aufgeben, wird von den Briten auf die Donau verschifft und nach Madeira gebracht, wo er im folgenden April stirbt. Und wir haben da mit einem Schlüsselmoment in der Geschichte des Horthy-Regimes, dass in diesem Moment Horthy Nein gesagt hat. Und er hat Nein gesagt, weil er sich sehr gut in die Rolle des Reichsverweser installiert hatte. Er wollte einfach die Macht nicht aufgeben. Und die Gründe, die Begründungen, die er dem König vorgestellt hat, die stimmen einerseits. Man weiß nicht, was wäre passiert, wenn, das ist völlig recht, aber was er nicht sagt in seinem Memoir, ist, dass er einfach die Macht für sich behalten wollte. Und ich glaube, das ist, damit hat man eine ganz logische und vernünftigen Grund. Dann also installiert sich das Regime mit verschiedenen Symbolen, mit verschiedenen Momente. Ich habe hier nur zwei Bilder herausgenommen, gesucht. Das eine links ist das Vitesorden. Nach dem Ersten Weltkrieg, den man verloren hat, muss man doch irgendwie die Leute etwas zum Trost geben. Und Horthy, nicht nur er, sondern auch seine Umgebung, erfinden einen Orden, das heißt die, wie sagt man das auf Deutsch, die Mutigsten sozusagen, also sozusagen, nicht ganz, weil es ist nicht dieselbe, er hätte das nicht gemacht, also so eine Medaille mit derselben Name wie, das nicht. Aber diese Tapferer, das Orden der Tapferen oder sozusagen. Und es ist auch, und es gibt nicht nur, wie Sie sehen, eine Medaille, es gibt auch Land zu diesen Leuten. Weil in Ungarn herrscht eine große Landnot, ein ländliches Proletariat, ein rurales Proletariat, und man muss irgendwas machen, damit diese Leute sich auch ruhig behalten und dem Regime treu bleiben. Und dieses Orden dient diesem Zweck. Das andere ist eine Anekdote, die Pfadfinderbewegung wird in Ungarn auch sehr berühmt und populär und ist auch eine Alternative zu den eventuellen faschistischen Jugendbewegungen. Und hier sehen Sie Horthy mit Baden-Powell und Ministerpräsident Teleki bei einem Pfadfinder-Lagereröffnung oder so. Wie funktioniert Horthy im Rahmen, also im privaten Rahmen, im Rahmen seiner Familie? Das spielt eine große Rolle. Ich habe kurz schon die Rolle seiner Frau angedeutet. Sie sehen hier auf der Terrasse seinem Landhaus in Kenderesch die Familie, Horthy mit seiner Frau. Neben Horthy sitzt seine Tochter Paulette. Und neben ihr der jüngere Bruder, der jüngere Sohn, Miklos. Und auf der anderen Seite sehen Sie neben Frau Horthy, das ist der Mann von der Paulette, und neben ihm der erste Sohn, István. Auf der anderen Seite sehen Sie die Hochzeit von István mit Gräfin Eldesheim-Gyulai, eine Katholikin, also
So wie Sie sehen, die Familie, also die Familientradition wird respektiert und Frau Horthy hat das traditionelle Frauenkostüm Ungarns an. Die Söhne, also die Familie Horthy, sie haben eine Tochter verloren im Jahre 14, sehr wahrscheinlich Scharlach, aber man weiß nicht ganz genau, er erwähnt sie nicht in seinen Memoiren. In seinem Memoir ist er sehr, sehr reformierte, vielleicht reformierte Schüchternheit, oder er erwähnt die familiären Details nicht. Aber was immer ein Thema schon zur Zeit des Regimes ist, ist, will Horthy König werden? Will er vielleicht, nachdem er den legitimen König ausgewiesen hat, will er vielleicht selbst die Krone auf seinen Haupt setzen? Das nicht, das ist ganz klar, also ich habe jetzt keine Zeit mehr in die Details der königlichen Frage zu gehen, aber man denkt, dass, aha, aber vielleicht für den älteren Sohn. Und es wird immer eine Debatte darüber, noch heute, hat Horthy eine Dynastie installieren wollen. Das nicht. Also das ist wirklich ein Argument der heutigen Nostalgiker. Aber was Tatsache ist, dass Horthy am Anfang der 40er Jahren älter wird. Es kann natürlich ihm jederzeit was Schlimmes passieren und man erfindet die Funktion des Reichsverweser Stellvertreter. Und dieser Funktion wird seinem Sohn gegeben, Ishvan. Und natürlich dann spekulieren viele, auch die ausländischen Diplomaten, was will Horthy damit? Will er eventuell, falls er stirbt, könnte seinen Sohn gekrönt werden, eventuell. In Ungarn gibt es zwei Tendenzen, die Legitimisten. Wie Sie gesehen haben, sind sie natürlich mit dem gescheiterten Restaurationsversuchen und dann mit dem Tod von König Karl völlig entrüstet sozusagen und können nichts mehr vorschlagen. Noch dazu, weil die Alliierten die Restauration der Habsburger auf dem Throne Ungarns verboten haben. Also dann, wenn es keine Habsburger sind, weil man darf es nicht, was machen wir? Es gibt eine zweite Tendenz, die heißen die freien Königswähler. Ungarn hat ist ein Wahlkönigtum, wie Polen damals. Und nachdem die Habsburger auf dem Throne Ungarns bestiegen sind, hat diese Tradition natürlich nicht mehr gelebt. Aber diese freien Königswähler möchten diese Tradition wiederbeleben und sagen, ja, und wenn wir einen König wählen, dann wählen Horthy selbst. Aber er will das nicht. Und die freien Königswähler gehen dann zu den Faschisten über. Also ich mache es jetzt ganz kurz. Aber wie Sie sehen, ist dann ein Paradox und eine Diskrepanz zwischen Horthy, der nicht König sein will, und einige Leute in Ungarn, und sogar der Leiter der faschistischen Partei, der Pfeilkreuzer, offeriert die Krone an Horthy. Also er trifft ihn einmal und sagt, euer Wohlgeboren, ich würde mich dann beugen und meine Partei zu euren Diensten stellen, wenn sie die Krone akzeptieren. Horthy sagt, ja, das war Blödsinn und ja. Also damit ist Ungarn immer noch ein Königreich und es wurde natürlich sehr viel mokiert damals, dass man hat ein Königreich ohne König
Und der Reichsverweser ist ein Admiral ohne Flotte. Das war natürlich, damit hat Ungarn ganz Europa lachen lassen. Ja. Gut, wie funktioniert, also wie gesagt, die Familie spielt eine Rolle, aber nicht so, dass man eventuell zu einer Dynastie gekommen wäre. Das Regime funktioniert, wie man annehmen kann, ziemlich gut bis 44, dank verschiedenen Persönlichkeiten, die die verschiedenen Ministerpräsidenten Ungarns. Sie sehen hier vier von, es waren natürlich viel mehr, aber die vier, die Periode am stärksten geprägt haben. Unten links Graf Bethlen. Graf Bethlen war die entscheidendste Persönlichkeit des Regimes vom Jahre 21 bis 31. Er hat das geschafft, dass Ungarn wieder ein Ansprechpartner in Europa geworden ist, dass man natürlich diese Jahre des Chaos und der Revolution, Konterrevolution und Bürgerkrieg und weißer Terror und roter Terror vergessen hat, so mehr oder weniger. Aber er hat Ungarn wieder nach Europa gebracht. Er hat auch die Währung stabilisiert, die Wirtschaft wieder auf die Beine gebracht. Also er ist wirklich ein großer Mann geworden. Da haben Sie hier rechts oben neben Horthy hier, also ich habe keine, gibt es eine? Aha. Hier, sehen Sie die? Ja. Gömbösch, also Gömbösch ist eine Schlüsselfigur des Regimes. Gömbösch war dabei, als Horthy Kommandant der Nationalarmee gewählt worden ist. Und er hat ihm geholfen, dass er an die Macht gekommen ist. Und damit, indem er ihm geholfen hat, hat er auch sehr viel geschädigt, weil er hat. Und also mit ihm sind verschiedene Unteroffiziere gekommen, die sehr nah an faschistischen Ideen waren. Und als Gömbösch als Ministerpräsident ernannt wird, 1932, will er ein Mussolini-Ungarn werden. Und er will eine Massenpartei machen, er will eine Jugendbewegung, also sein Modell ist Mussolini. Und er schafft es nicht, nicht nur, weil Horthy es nicht will, aber weil das Parlament noch kontrollfähig ist. Das Parlament und die anderen Parteien, die Legitimisten, die wenigen Demokraten, die noch im Parlament sind, es nicht erlauben. Und dann, noch ein Glück, Gömbösch stirbt. Das ist, es hilft auch Horthy, ihm sozusagen aus dem Weg zu schaffen. Aber seine Ideen leben weiter und sie werden dann von den Faschisten weiterentwickelt und betreiben, und viele von den Anhänger Gömbösch enden in die Partei der Pfeilkreuzer. Also, und diese Assoziation Horthy-Gömbösch im Jahre 1919 ist eigentlich das Problem, das das Regime Horthy dann in die Falle bringt. Weil er weiß, also Horthy ist stark genug, um diese Leute zu neutralisieren, das heißt, dass sie nicht zu mächtig werden, aber er kann sie nicht völlig ausgrenzen. Das ist unmöglich. Weil wenn er das macht, er verliert, er könnte die Macht verlieren. Und an einem Moment verliert Horthy die Kontrolle über die Armee. Und das ist eine große Schwierigkeit, weil er glaubt, er kann, wie Franz Josef, die Armee kontrollieren. Die Armee wäre sozusagen seine Sache, seine persönliche Sache. Und vorläufig
sieht er, dass er die Kontrolle über die Armee verliert. Und er versteht es nicht ganz. Und am Ende muss er dort gestehen, also sehen, wie die Armee ihn im Stich lässt. Ganz am Ende 44. Aber ich komme, oder? Oh je. Ich komme schnell auf das Ende zu sprechen. Und eben das Ende. Hier unten sehen Sie Miklós Kalai, der vorletzte Ministerpräsident Ungarns, der eigentlich einen Ausweg sucht nachdem Ungarn in den Krieg getreten ist, April 41. Ein Jahr später wird Kalai Ministerpräsident ernannt und er erkennt sehr schnell, dass erstens der Krieg verloren ist, zweites Mal ist Ungarn auf der schlechten Seite geraten und er nimmt Kontakte mit den Alliierten durch neutrale Länder, Spanien, Schweden und im diplomatischen Dienst Ungarns sind viele Männer für diese Lösung und sie helfen damit, sie helfen diese Kontakte aufnehmen. Natürlich erfahren die Deutschen, was Kalai treibt und drängen Orti, bis er Kalai aus dem Amt weg, dass ihm das Amt wegnimmt. Und dann haben wir diese Eskalation, die bis zur Invasion der Deutschen am 19. März 1944 passiert. Kalai endet im italienischen Gefangenschaft, dann im Exil. Und er hat tolle Memoiren geschrieben. Gut, ich habe schon kurz über die Frage der Dynastie, der Krone gesprochen. Jetzt spreche ich kurz über den Kult Horthy. Es hat nicht einen Persönlichkeitskult gegeben, wie Hitler und Stalin es betrieben haben, weil es waren keine Massenbewegungen, es waren keine Mass-Meetings, wo man Horthy, Horthy geschrien hat, das nicht, das hat nicht gegeben. Aber Horthy war doch, und in dieser Hinsicht ist er sehr modern, er war so ein Mediamann. Also er hat wirklich ganz genau gewusst, wie man mediatisiert, also wie man sich seine eigene Werbung macht, und wie man ein Bild von sich selbst gibt, wie man sich profiliert, wie man sich inszeniert. Sie haben gesehen, er ist ein ziemlich fescher Mann, er ist noch im hohen Alter, so, er hat sich schon wieder Franz Josef als Modell, er war immer sehr aufrecht, er hat immer die Uniform getragen, also er hat sein Bild sehr, sehr gepflegt. Und im Gegenteil zu was seine Frau sagt, sie war immer mit ihm, sie war immer dabei und sie war auch immer sehr schick und sehr schön und sehr, sehr gepflegt. Und sie, beide haben wirklich ein Bild, ein positives Bild Ungarns geben wollen, nachdem das Land das erfahren hatte, was ich geschildert habe. Das war wichtig, dass man das Vertrauen Ungarns in seinem Reichsverweser einfließt. Und er hat sehr, sehr viel kommuniziert. Er hat sich filmen lassen. Es gibt, wenn Sie auf die Homepage der ungarischen Nachrichtenagentur gehen, finden Sie, wenn Sie Horthy als Schlüsselwort geben, bekommen Sie 486 Aktualitätenfilme, also Filme, also ja, Nachrichtenfilme. Unglaublich. Das heißt, es gab wirklich einen Kult, wenn nicht einen Persönlichkeitskult im Sinne der Diktaturen dieser Zeit. Was eine besondere Rolle hat in diesem Kult die Religion gespielt,
nicht, also Sie haben, ich habe gesagt, Horthy die reformierte Religion angehörig, aber mit einer Frau, mit einer Katholiken verheiratet, also die perfekte Mischung für Ungarn, und er hat die Religion oder das Christentum als Basis für das Regime gemacht. Er hatte keine Ideologie, er hatte keine politische Ideologie, aber er hatte Ideen. Und dass er die Religion und das Christentum besonders betont hat, sieht man hier. Also Sie sehen, er empfängt der nächste Papst, also Pius XII. In Budapest. Und was macht Pius, also der Nuntius, also nein, er war Legatus. Damals nach Budapest gekommen, weil die Ungarn haben den Eucharistischen Kongress bekommen, 1938, und der Papst konnte nicht kommen. Pius XI. War schon sehr krank und starb ein Jahr später, aber er hat seinen Legatus geschickt, und das war der nächste Papst, Pius XII. Gut, also das lasse ich, es ist schon sehr spät, oder? Ja, ja. Gut, also die Auslandsbeziehungen, natürlich, Ungarn hat seine ehemaligen Territorien verloren bei dem Friedensvertrag von Trianon, ziemlich viele seiner ehemaligen Bürger auch, und die zweite Basis des Regimes ist der Revisionismus. Man will die Revision der Friedensverträge, und man will, wenn möglich, die verlorenen Territorien wieder bekommen. Wer kann uns helfen? Nur zwei Möglichkeiten. Italien zuerst, Mussolini an der Macht, 22, und dann selbstverständlich Deutschland. Und es werden die zwei Achsen, ohne Spielwort, der zwei Achsen also der Politik Ungarns mit völliger Zustimmung Horthys. Aber wenn er schon in Italien ist, oder wenn er schon in Italien was macht, lieber mit dem König als mit Mussolini. Weil er will doch mit seinen Gleichen gehen und nicht unbedingt mit einem obskuren Unteroffizier mit diktatorialen Manieren. Das will er nicht, aber er muss. Und die Beziehungen zu Italien sind besonders wichtig. Sie wurden nicht erforscht. Ich glaube, ich war die Erste im italienischen Archiv, die über diese Sache geforscht habe. Ich war auch im Vatikan und habe ziemlich viel erfahren über diese Beziehungen. Zu den Beziehungen mit Deutschland ist viel geschrieben worden, und es ist auch viel ediert worden. Also wir haben ein dicker Band über die Beziehungen zwischen Ungarn und die Wilhelmstraße. Also das ist schon eine, man kann sich schon einen Archivbesuch ersparen. Gut, die Beziehungen zu Deutschland. Ich kann es hier nicht vermeiden. Erster Besuch Horthy bei Hitler 36. Horthy ist von Hitler, also charmiert nicht, aber er findet den Mann schon interessant. Also sie haben ein Gespräch, weil normalerweise Hitler redet und da müssen nur die Leute zustimmen. Sie kommen wirklich zu sprechen. Auf Deutsch natürlich. Aber zweiter Besuch, der große Besuch im August 38 in Kiel. Also nicht nur in Kiel, sondern in ganz Deutschland. Und das geht nicht mehr. Hitler benimmt sich in einem unglaublichen, brutalen Art mit Horthy, und das kann Horthy natürlich nicht dulden. Er, der mit einem Kaiser gesprochen hat, wird von einem Gefreiten angebrüllt, also das geht nicht. Und alles geht schief. Das Wetter ist scheußlich, es regnet die ganze Zeit. Zwei Wochen Regen, August 38.
Sie sehen hier das interessante Foto bei der Marine Revue in Kiel. Sie sehen alle mit Hände hoch und natürlich Frau Horthy und Horthy selbst. Ja, Horthy macht das militärische, die militärische Begrüßung und Frau Horthy so. Und es gibt ein zweites sehr interessantes Foto in Berlin. Sie werden zu einer Wagner-Oper eingeladen und selbe Szene spielt, alle mit Hände hoch und Horthy natürlich nicht und Frau Horthy nicht und sie schaut ihren Mann so an, macht doch kein Blödsinn, ja? Das ist, sieht so aus, sehr, sehr witzig, also witzig nicht, aber und dafür gibt es eine Reihe von UFA-Filmen, von Aktualitäten, von Nachrichten, Filme, es ist eine Quelle in sich schon. Ich habe sie mir allen angeschaut, also ad nauseam, aber gut. Und ad nauseam, Goebbels in seinem Tagebuch, alles, was er über Horthy, Ungarn, der Sohn Horthy oder sowas erzählt, ist wirklich also, schrecklich. So eine negative Meinung von Ungarn kann man sich nur wünschen. Das haben wir schon angedeutet, die Revision. Die Revision wird teilweise mit Hilfe Deutschland erfolgreich anhand der zwei der Wiener Schiedssprüche bekommt Ungarn den Süden der Slowakei, also die Gegend um Pressburg, also ohne Pressburg, aber die Gegend um Komárno, und Sie sehen hier zwei Bilder aus dieser Wiedereroberung der abhanden gekommenen Territorien. Hier ist es in Kaschau, in Košice, in Kaschau. Seine Frau ist dabei und Horthy spricht, macht eine Rede auf Slowakisch. Und das zweite Bild ist in Siebenbürgen. Und auch wird Siebenbürgen, also einen Teil des Norden, den Norden Siebenbürgen, wird Ungarn wieder zugesprochen. Wir nähern uns jetzt das Ende. Wir sind alle müde. Was passiert? Also wie gesagt, 1943, Miklós Kalai ist Ministerpräsident und sucht einen Ausweg aus dem Krieg. Horthy ist natürlich einverstanden. Der Sohn Horthys, Miklós István, ist auch dafür, nur er stirbt bei einem Fliegerunfall auf der ukrainischen Front. Selber schuld, es waren nicht die Deutschen, es waren nicht die Russen. Also, es gibt sogar jetzt bald eine Dissertation eben zu dieser Frage, warum ist dieser Flugzeug abgestürzt? Also, ja. Die Deutschen haben es mit Horthy schon längst, also haben längst die Geduld verloren und wollen, dass die Ungarn die Endlösung der jüdischen Frage in Kraft setzen. Das wollen die Ungarn nicht. Und hin und her. Und es gibt auch eine internationale Begründung für die Invasion, dass die Deutschen es auch mit Rumänien, also sie wollen, dass Ungarn sich mit Rumänien zusammenschließt. Das wollen die Ungarn nicht, weil sie haben noch territoriale Förderungen mit Rumänien, das wollen sie nicht. Und am Ende, wie gesagt, man verliert die Geduld und die Invasion ist für den 19. März 1944 geplant. Hitler macht wie immer, er lädt Horthy nach Klesheim, das ist ein kleiner Schloss in der Nähe von Salzburg, und während Horthy in Klesheim ist, treten die deutschen Truppen in Ungarn, marschieren die deutschen Truppen in Ungarn ein. Und als Horthy nach Ungarn zurückkehrt, sind die Deutschen schon da. Das heißt, er kommt zum Schloss in Buda, in Offen, und da ist schon die Garde, ist schon eine deutsche Leibgarde.
Dann beginnen gleich die Deportationen und hier muss Horthy feststellen, dass die Armee und die Gendarmerie ihm nicht mehr gehorchen. Und da muss feststellen, dass diese zwei Institutionen völlig narzisstisch geworden sind. Und das hat er nicht sehen wollen, das hat er nicht verstehen wollen. Es wurde ihm doch gesagt und er hat nie etwas gegen diesen Trend, diesen Prozess gemacht. Nur als die Deportationen Budapest erreichen, und da ist auch Deutschland völlig aus dem Krieg, die Russen nähern sich, also die Sowjets nähern sich schon der ungarisch-rumänischen Grenze, die sind fast schon in Siebenbürgen, und dann sagt Horthy, nein, stopp, keine Deportation mehr, die Juden Budapest sind sozusagen meine Schutzjuden und ich werde sie nicht hergeben. Und hin und her, er nennt einen General als Ministerpräsident mit, damit, also er hofft noch mit der Hilfe von General Lakatosch, dass er die Armee kontrollieren kann, dass die Armee vielleicht noch kämpfen will gegen Deutschland, aber das ist eine reine Illusion. Und er wird auch von seinen verschiedenen Ratgebern gesagt, jetzt muss man Waffenstillstand der Sowjetunion anfragen. Und das will er nicht, weil die eine andere Basis seines Regimes ist natürlich der Antikommunismus. Und dass er, Admiral Horthy, der Sowjetunion nach dem Waffenstillstand beten muss, das ist ihm schon also eine große Demütigung. Und das wird doch gemacht. Aber am selben Tag, am 15. Oktober 1944, nimmt die Partei der Pfeilkreuzer die Macht an. Und Horthy wird von den Deutschen nach Österreich gebracht, dann nach Bayern. Und dort ist er als Gast, in Anführungszeichen, der Gestapo. Und als die Amerikaner immer näher treten, verschwindet die Garde und die Amerikaner finden eigentlich die Familie Horthy im Schloss Hirschberg mit seiner Familie. Er ist dort mit seiner Frau, mit seiner Schwiegertochter, mit dem kleinen Istvan, also der Sohn von seinem Sohn Istvan, und mit seinem Bruder Eugen. Und dann wird die Familie getrennt, Horthy wird verhört von den amerikanischen, nur von den amerikanischen Behörden. Und dann stellt sich die Frage, warum wird Horthy nicht am Nürnberger Prozess zitiert? Er wird nur als Zeuge zitiert im Prozess von Wesenmeier, weil Wesenmeier war in Budapest im Jahre 1944 tätig. Warum wird er nicht angeklagt? Ihn wollte Tito anklagen für die Ausschreitungen der ungarischen Armee in Dabatschka nach also im Jänner 42, aber dann sagen die Amerikaner Tito, nein, lieber nicht, weil wir wissen, was passiert, sie bringen ihn nach Belgrad und sie werden ihn hinrichten, das wollen wir nicht. Gut, dann Tito aus. Zweite Anklage oder zweite Forderung, die ungarischen Kommunisten wollen natürlich Horthy zitieren, anklagen und natürlich auch hinrichten. Es ist dem tschechischen Präsidenten Hacha passiert, es ist dem slowakischen Präsidenten Tiso passiert, das wäre auch natürlich Horthy passiert. Aber wer sagt nein? Stalin selbst. Er sagt, nein, weil wenn wir das machen, da haben wir einen Martyrer und das wollen wir nicht. Und das ist ein Beweis, dass der Konsens über Horthy in Ungarn so tief, stark und geprägt war, dass man vielleicht
einen Aufstand verursacht hätte, wenn man Horthy zurück nach Ungarn gebracht hätte und hingerichtet. Daher wird Horthy, also wie gesagt, nur als Zeuge zitiert. Sie sehen hier ein Bild in Weilheim, also in der Nähe von Ulm, von Horthy und seiner Familie. Also bescheidene Verhältnisse, aber so schlimm ist es auch nicht. Und dann, Frau Horthy hat eine schlechte Gesundheit und man sucht einen besseren Ort fürs Exil. Und nach 2 Jahren von verschiedenen Möglichkeiten, Optionen, wird Portugal gewählt. Und man denkt natürlich, haha, Salazar, zwei Diktatoren zusammen, wie toll. Es ist nicht so passiert. Salazar selbst hat natürlich seine Zusage gegeben, aber er war an Horthy überhaupt nicht interessiert. Also man muss sich vorstellen, Horthy kommt in Lissabon an im Januar 1949. Er ist 81 Jahre alt. Was kümmert Salazar einem so alten Mann? Er nutzt nichts. Also er will nicht nach Ungarn zurück, er will keine Partei gründen, er will keine Agitprop machen. Also er ist für gut. Also man empfängt ihn, aber mehr nicht. Und es sind keine Beziehungen zwischen Salazar und Horthy dokumentiert. Mehr als das. Man muss bis Mai 1952 warten, bis Salazar Horthy empfängt. Und es ist ein banales, höfliches Gespräch. Es macht 3 Zeilen im Tagebuch von Salazar. Mehr nicht. Also kein Interesse. Höflichkeit, nur das. Und Horthy führt das Leben eines Exilpolitiker in Estoril, in der Nähe von Lissabon, wo es auch viele, der ehemalige König von Italien ist dort, also es gibt so eine kleine Gesellschaft von ehemaligen Offiziere, Herrscher, Könige, Prinzessinnen, Erzherzoge, also sie gehen sehr, sehr gut miteinander, haben kein Geld, aber machen doch schöne Partys und besuchen das Casino und so endet das. Er stirbt, wie gesagt, Februar 1957 und man sagt, also das ist auch eine Familienlegende, er wäre von dem Schock der Revolution in Ungarn so tief deprimiert, dass es ihm dann schlecht ging und er ist gestorben. Man kann es nicht ausschließen, bis zu seinem Tod, wie viele Menschen, war Horthy gesund, aber sehr gesund. Also er ist jeden Tag schwimmen gegangen ins Atlantik, also er hat wirklich keine Krankheiten. Er hat keine Herzprobleme, hat keinen Krebs, er hat keine Diabetes, also er ist kerngesund. Und tatsächlich erzählt die Familie und vor allem die Schwiegertochter, das ist das einzige Buch, das wir für diese Periode als Quelle, als richtige Quelle haben. Und das ist eine sehr, sehr zweideutige Quelle, weil natürlich erzählt sie alles, was sie will. Sie erzählt das im Jahre 93, da sind alle gestorben. Das heißt, sie erzählt gerade, was sie will. Und sie erzählt viele Blödsinne. Und sie erzählt von den letzten Momenten Horthys. Und ja, natürlich ist er traumatisiert von der Revolution 56. Da sind alle Ungarn im Ausland davon traumatisiert. Und wen noch am schlimmsten traumatisiert sein sollte als er? Also die Begründung, er wäre von diesem Schock, das hätte sozusagen sein Ende schneller. Ja, warum nicht? Warum nicht? Seine Frau folgt ihm kaum einem Jahr und stirbt auch in Estoril 58. Was passiert nachher ist interessant.
Während des kommunistischen Regimes ist Horthy natürlich persona, also mehr als persona non grata, es ist persona prohibita. Die Bücher, die die Nationalbibliothek in Budapest über Horthy besitzt, wurden alle von den verschiedenen Antiquariate, Buchhandlungen, Büchereien weggenommen und in der Nationalbibliothek ins Inferno geschickt, mit einem großen roten Stempel, geschlossenes Material. So, das hat schon bedeutet, dass man diese Zeit und diese Persönlichkeit, ich komme zurück auf diesen Konsens zu sprechen, aus den Memoiren wegschaffen wollte. Kurz vor der Wende und dann nach der Wende kommt die Frage, das Wiederbegräbnis von Horthy. Und das ist in Ungarn ein Nationalsport, die ehemaligen Selbstmorde, Exil, alle diese Persönlichkeiten, die entweder ins Ausland gestorben sind, im Ausland gestorben sind oder unwürdig in Ungarn begraben liegen, wieder mit einem Zeremoniell, mit einer Anerkennung feierlich zu begraben. Und das passiert Horthy auch. Er wird im September 1993 in Kenderes, habe ich da, ja, Kenderes, hier, nein. Also hier sehen Sie oben rechts, wenn Sie in das Dorf von Kenderes reinfahren, sind Sie von dieser Tafel begrüßt. Willkommen in Kenderes, und was hat Kenderes zu bieten? Natürlich Horthy. Und es gibt eine Krypta im Friedhof, im reformierten Friedhof, wo die ganze Familie begraben liegt, und im Jahre 1993 wurde also eine große Zeremonie für das Wiederbegräbnis arrangiert. Das war damals das Rechtszentrum Regierung von Josef Antal an der Macht. Und sie hatten gesagt, das war schon wieder ein Problem, als wie heute mit Orban. Ja, Horthy, also man will ihn schon, aber man will ihn nicht. Wir sind, es ist unangenehm mit ihm, aber wir brauchen ihn als wichtige Persönlichkeit Ungarns für das 20. Jahrhundert. Und damals hatte die Regierung gesagt, ja, das kümmert uns nicht, es ist reine private, familiale Angelegenheit, na bitte. Es war die Armee war dabei, es waren Minister dabei, das Fernsehen hat es live übertragen, es war sogar eine Münze, der nationale Münze Ungarns, extra mit dem Andenken an Horthy geschmiedet. Also wirklich ein Umgehen mit der Figur Horthys, das noch heute problematisch ist. Also wie Sie sehen, ich habe hier einige Paraphernalia von Horthy, Andenken, Souvenirs. Es war ein Film 2002, ein unmöglicher Film über Horthy, der Reichsverweser. Wie Sie sehen, die historischen Zeitschriften, obwohl Rubicon eine ganz gute Zeitschrift ist, es kommt immer wieder. Man kommt immer wieder auf Horthy zu sprechen, was wäre, wenn, und was war er eigentlich, um die Familie, um seine Frau, und warum nicht sein Pferd. Also es wird immer thematisiert. Ungarn kann nicht ohne Horthy leben, weil es ist, wie gesagt, man denkt, was man will, es ist die Persönlichkeit, die Ungarn im 20. Jahrhundert geprägt hat. Ich bedanke mich. Das österreichisch-ungarische und österreichische Biografie im Zeitalter der Diktatur. Das hat im Grunde auch die Vorgeschichte der Monarchie und das Exil noch beleuchtet. Wir haben jetzt die Chance, auch mit dir darüber zu sprechen. Europagespräche heißt nicht immer Sorge, auch Diskussion. Du hast gesagt, er hat so oft Ja gesagt, aber er hat auch zweimal Nein gesagt. Er hat Nein gesagt zum Kaiser Karl und er hat auch Nein dazu gesagt,
zum König gewählt zu werden. Also zweimal hat er Nein gesagt. Ist er eine gespaltene Persönlichkeit gewesen? Und wirkt sich das dann auf die gespaltene Umgangsweise Ungarns mit ihm aus? Im Grunde Spiegel der zerrissenen Gesellschaft Ungarns? Ich glaube, er war selbst zerrissen. Meine Theorie ist, dass solange er in seinem gewöhnlichen, solange er in einer Umgebung war, wo er die Regel kannte, das Militär, die Hierarchie, hat er ganz genau gewusst, was zu tun. Das heißt, wenn er mit Karl spricht, er dominiert ihn. Also, weil er weiß ganz genau, wer Karl ist. Er weiß ganz genau, was er zu ihm zu sagen hat. Er weiß ganz genau die Schwächen des Königs. Und er weiß, ihn ganz genau zu und er weiß auch, wie das Ganze funktioniert, weil das ist die Hierarchie, das ist das Militär, man spricht über die Krone, man spricht über den Eid, man spricht über Sachen, die er völlig dominiert. Sobald er sobald er der Grund unter den Füßen nicht mehr hat, wenn er mit Politikern ist, wenn er mit Hitler ist, wenn er mit Mussolini ist, er weiß nicht mehr, wie das funktioniert, weil er hat die, er hat den Code nicht. Er weiß nicht, was er mit diesen Politikern zu tun hat. Und sehr oft sehen wir, dass er dem Letzten glaubt, der am Letzten, letztens gesprochen hat. Und dann bereut er das und dann sagt er, ah nein, das habe ich gar nicht gemeint, also kommen Sie wieder. Oder zum Beispiel, wir wissen von, es gibt, wir haben als Quellen viele Memoiren von zeitgenössischen Politikern, Militärs, und sie erzählen von Horthy. Und sie erzählen, also zum Beispiel, er ruft einen General an und sagt, also Lakatos zum Beispiel, er hat zweimal mit ihm gesprochen. Das erste Mal, ich glaube im Januar 1944, General, du wirst der nächste Ministerpräsident sein. Lakatos, ja, lieber nicht. Und dann hat er eine andere Idee, nein, doch nicht Lakatos, einen anderen. Und dann wieder Lakatos, und dann er weiß nicht. Also er ist ein... Er schwankt immer, und es ist keine Altersschwäche. Weil man hat auch gesagt, ja, wie Pétain zum Beispiel in Frankreich, ja, er war so alt, also er war ein bisschen gaga und er hat nicht gewusst, nein, das nicht. Aber er hat in Fragen, wo er nicht ganz genau wusste, was zu tun, allen möglichen Ratgebern gefragt. Wir haben jetzt die Chance, meine Damen und Herren, noch mit Katrin Aurel zu diskutieren, nicht nur über Horthy, über Ungarn. Über Ungarn im 20. Jahrhundert, aber jetzt müssen Sie sich rühren, wenn Sie Fragen haben, Dinge noch Grundlage, geben Sie eine facettenreiche Biografie, im Grunde die Geschichte ja, von einem Jahrhundert. Wir haben die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, die Kriegszeit, die Nachkriegszeit, also bitte, Fragen an unsere Referentin. Bitte schön. Zu der heutigen Situation in Ungarn. Also die westlichen Staaten sind ja zu dem Demokratiegedanken so ungefähr gleichgeschaltet. Nicht wahr? Und Ungarn fällt da aus der Rolle. Muss also ja auch so sein, dass eine starke konservative oder rechtsgerichtete Strömung diesen Ministerpräsidenten unterstützt, der von unserer Presse ja gar nicht geschont wird. Was stehen Sie dazu? Also die aktuelle Situation in Ungarn in einer rechtskonservativen Regierung, Viktor Orban, bitte. Ja, Erster Weltkrieg. Die Flottensituation im Deutschen Reich und im KOK, in der KOK Donaumarschien waren ähnlich. Sie waren abgeschnitten. Nicht? Die deutsche Bucht wurde geschlossen von den Engländern und die Straße von Otranto wurde auch zugemacht. Wie weit kam es damals zu einer Abstimmung bei Flottenunternehmen zwischen den Achsenmächten und wie weit wurde Horthy als Flottenchef beeinflusst von den Befehlshabern der deutschen Marine bzw. des Kaiserhauses?
deutsche, österreich-ungarische Flottenpolitik? Frage der Abstimmung. Weil es wird noch deutlich in anderen Vorträgen, die wir auch im nächsten Jahr haben, wie stark abhängig auch die österreich-ungarische Militärführung von der deutschen war. Manche sagen sogar ein vorweggenommener Anschluss, Fragezeichen, in den Jahren 16, 17. Bitte schön, Herr Studierender, Herr Pomerenik, bitte. Wie ist denn die Wahrnehmung Portis bei gerade der jüngeren Generation heute? Nehmt sie ihn überhaupt noch wahr oder ist das eher so nach dem Motto Schnee von gestern? Wie wirkmächtig ist Horthy noch in Ungarn des Jahres 2014? Er ist immerhin der längst gedienteste, amtierende Politiker Ungarns im 20. Jahrhundert gewesen. Dann haben wir mal drei Fragen. Bitte. Janosch Kadar, ich muss mich korrigieren. Natürlich, 1956 bis 1988, ich korrigiere, natürlich 25 Jahre Horthy, das ist mehr. Der Kadarismus, da sehen Sie, da spricht sofort die Ungarn-Expertin zu uns. Und hier der Ungarn-interessierte Historiker, der aber nicht so gut Bescheid weiß über die Geschichte von 1920. Gibt es noch Fragen? Machen wir die erste Runde. Bitte. Gut, also zuerst die Flottensituation. Erstens muss man sagen, dass Horthy Flottenkommandant im März 1918 wird. Also dann ist es umgeschrieben. Er wird Flottenkommandant ernannt im März 1918, also ganz am Ende. Also zuvor hat er keine Entscheidungskraft. Also er folgt den Befehlen. Aber was interessant ist mit der Straße von Otranto, ist, dass es gibt eine Kooperation von Schiffen der österreichisch-ungarischen Marine mit U-Boote, mit deutschen U-Boote. Und ganz am Ende, als es zu Meutereien Verweigerung kommt im Oktober 1918, die deutschen U-Boote, die im Hafen von Pola stationiert sind, werden von ihren Matrosen, Ingenieure und deutschen Kommandanten verlassen. Und diese Leute versuchen zurück nach Deutschland zu kommen, also dem Hafen von Pola zu entkommen. Und sie verlassen sozusagen das Boot. Ja. Die Kooperation mit der deutschen Marine bezieht sich also eigentlich für das Adriatische Meer nur auf diese Kooperation mit den U-Booten. Weil, also wie gesagt, die Straße von Otranto ist gesperrt und man kann nicht rübergehen. Man versucht es. Und Horthy ist zweimal über die Sperre gefahren. Dann haben wir noch die zweite Frage. Ja, aber die gehören die gehören zusammen. Orban hat ein gespaltetes Verhältnis zu Horthy und zum Memoiren, also zum Vermächtnis des Horthy-Regimes. Das war schon ein Problem während der ersten Rechtsregierung von Antal, wie ich gesagt habe. Im ersten Amtsperiode von Orban war kaum von Horthy die Rede, obwohl dieser Film, den Film, den ich jetzt gezeigt habe, kurz, also das Plakat, gerade zu dieser Zeit gedreht und gezeigt wurde. Aber Orban hat während seiner ersten Amtszeit keine Erklärung über Horthy gemacht, nichts. Jetzt aber, als verschiedene Gemeinden, kleine Städte, Büste oder Straßen mit dem Namen Horthy öffnen oder inaugurieren wollten, hat er gesagt, ja, ich weiß nichts davon, das sind lokale oder private Initiativen, ich will mich nicht darum kümmern, aber er hat auch nicht gesagt, ja, das sollte man nicht machen. Ja, also er sagt zu, ohne eine gewisse Zusage zu machen. Warum? Weil die Figur Horthy wird von den Rechtsextremen
instrumentalisiert. Das heißt, wenn Orban sagt, ja, das ist sehr gut, ich bin auch dafür, dass man Statuen von Horthy überall hinstellt, dann kommt er natürlich in die Falle, man wird ihm sagen, aha, also dann sind sie einverstanden mit den Rechtsextremen. Also er ist sehr pragmatisch und er will nicht dezidiert Nein sagen, weil er weiß, dass ein Teil seiner Wähler auch dafür sind, aber er will nicht ganz klar für den Jobbik, also in die Argumentation der Jobbik gehen. Und was die jüngere Generation angeht, wurscht. Also für, sagen wir, der normale Student kümmert sich nicht darum. Aber bei der Jobbik sind viele Jungen. Und viele junge Radikalen glauben, etwas über Horthy sagen zu dürfen. Und natürlich verstehen sie kein Wort, was über Horthy läuft. Aber sie benutzen sein Bild, seine Figur als Punkt, als Anziehungspunkt für ihre Argumentation. Ich habe noch zwei historische. Bitte, Herr Ortmann, sofort. So wie ich das verstanden habe, wurde gesagt, dass Horthy eine gespaltene Persönlichkeit gewesen sei. Er konnte sich nicht entscheiden, er lehnt es ab, zum König gewählt zu werden, aber er wollte dennoch Reichsverweser bleiben. Würden Sie vielleicht doch sagen, dass Horthy ein Machtmensch gewesen ist? Mit einer bestimmten, wenn er auch kein Politiker war, er wollte gar nicht als Politiker genannt werden oder agieren? Ja. Ja, sage ich zu. Ja, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Dann würde ich zwei auch anschließen. Bitte, Herr Schiffmann. Warum hat Horthy es so massiv abgelehnt, König zu werden? Das Motiv der Ablehnung Horthys, Monarch, um natürlich diese freien Königswähler zu werden. Ich würde nur mal nachfragen, die Intervention der Wehrmacht 1944. Was sind nochmal die Motive Hitlers? Was war ein Motiv? Was sind die Motive Hitlers, zu intervenieren und den Horthy praktisch zu entsorgen, ihn wegzubringen? Ist es tatsächlich die Entlösung, der Wunsch, Endlösung, die sogenannte Endlösung, der Wunsch, tatsächlich die sogenannte Judenfrage auch in Ungarn zu bereinigen, und Horthy ist das Hindernis dafür? Und eine zweite Frage, die auch die Rezeption berührt, das Bild Horthys zur Zeit des Kommunismus, zur Zeit von Kádár János, der längst gediente ungarische Politiker, Kádárismus. Haben wir das mit einem völlig undifferenzierten Bild zu tun, nach dem Motto Horthy, der quasi Faschist, der Reaktionär, der Konterrevolutionär, oder gibt es, ich sage mal, gewisse Nuancen in der Darstellung Horthys, weil der Kádárismus ändert sich ja auch. Er wird konsumfreundlicher, Schattenwirtschaft, Kádár zieht sich ja zurück aus der Öffentlichkeit und ist nicht der präsente Diktator wie ein Ceausescu. Modifiziert sich das Urteil über Horthy in Ungarn der 70er oder 80er Jahre, Fragezeichen. Das wären meine Fragen, die ich hätte, und dann haben wir nochmal vier Stück. Gut. Also. Machtmensch Horthy? Ja, ich habe ja gesagt. Also, ich habe keinen Zweifel. Das passt aber nicht zur gespaltenen Persönlichkeit. Ja, doch, weil bis er an die Macht kommt, ist er sehr entscheidungsbereit. Also er weiß ganz, also wie gesagt, er weiß ganz genau, was er zu tun hat. An der Macht angelangt, muss er, also es war die Frage, also in diesen Monaten, also Mai bis November 19, ob es nicht zu einer Militärdiktatur kommt. Und das wollten natürlich die Alliierten nicht. Das wollte die Kommission, also die alliierte Kommission, nicht. Und Horthy hat auch versprochen, nein, es kommt nicht zu einer Militärdiktatur, weil er wusste ganz genau, wer diese Militärdiktatur führen würde. Nicht er, sondern Gömbösch und seine Unteroffiziere. Und das wollte er nicht.
Also dann kommt er an die Macht, aber da es keine Militärdiktatur ist, muss er sich dem Parlament fügen und ist dann als Reichsverweser eine Autorität sozusagen, aber er distanziert sich vom Parlament und auch von der Regierung. Und das ist auch ein Fehler gewesen, weil er hat gemeint, ja, also jetzt bin ich sozusagen der Quasi-König und das Parlament und die Regierung besorgt die schlimmen Sachen. Und er hat sie nicht sehen wollen. Und als er doch gefragt wurde, man sollte doch entscheiden, hat er gesagt, nein, das macht die Regierung, das macht das Parlament, ich kümmere mich nicht um Politik. Und er hat damit irgendwie seine Macht als eine symbolische, als eine Macht über die Partei betrachtet, aber als es wirklich zur Frage gekommen ist, man muss doch was entscheiden, dann entweder wollte er nicht oder hat die falschen Entscheidungen gemacht. Aber das hat ihn nicht gehindert, ein Machtmensch zu sein. Es war die Frage, König. Ich glaube, er hätte nicht gewagt, sich auf dem Haupt die Krone von Franz Josef zu stellen. Das wäre zu viel. Das wäre ihm zu viel. Er hatte eine so tiefe Königs- und Kaisertreue, dass er wusste, das ist die Grenze, die er nicht überschreiten will und wird. Und zweitens, es wäre auch unmöglich, in der Tradition Ungarns einen Reformierten als König zu haben. Das wäre auch irgendwie undenkbar für ihn. Das sind zwei interessante Argumente, die Loyalität und die Konfessionalität, die Wirkmächtigkeit der Religion. Die Frage war nicht, dass er kein Aristokrat war. Das spielt keine Rolle. Weil wenn die Freien Wähler ihn wirklich wollen, das wäre kein Problem gewesen. Aber die Konfession. Die Konfession, obwohl die Freien Wähler eigentlich gewollt haben, dass er König wird. Also ja, aber er wollte nicht. Und das nur aufgrund der Konfession? Nicht nur. Und er wollte, also es war auch die Grenze seiner, also vielleicht seines Mutes oder... Er wusste ganz genau, die werden ihn instrumentalisieren. Und er wollte nicht wie der König von Italien von einem Faschisten instrumentalisiert werden. Er hat sich selbst als Bollwerk gegen den Faschismus betrachtet. Also quasi starke antifaschistische Tendenzen, die dafür gesorgt haben, dass er das auch von Ehrgefühl überhaupt nicht annehmen konnte. Darf ich dann noch eine Frage gleich nachschieben? Was hat er eigentlich für eine Vorstellung gehabt vom Ungarn nach seiner Zeit? Sollte es doch irgendwie mal Monarchie werden? Ich meine, wie stellt er sich das vor? Wenn er nicht Monarch sein will, werden will, ewige Reichsverwesung, ein Nachfolger von ihm, wie soll das Ungarn ausschauen in der Horthy-Perspektive des Jahres 42, 43, in den 50er, 60er Jahren? Ich meine, gibt es dazu Quellen? Was sagst du dazu? Nein, es gibt keine Quellen. Die Frage wurde wirklich... akut, als es zur Wahl des Stellvertreters gekommen ist. Man hat gemeint, ja warum der Sohn? Weil es gab natürlich andere, es wären natürlich andere Kandidaten zur Verfügung. Es waren Leute da, die es gemacht hätten. Aber entweder waren sie zu politisch, es waren Parteiführer oder... Und man hätte ganz genau gewusst, in welche Richtung dann die Monarchie geht. Ich glaube, er hat immer gehofft, dass die Habsburger wiederkommen. Ja. Das ist dann Otto. Er hat Otto zweimal in Portugal getroffen. Und ich glaube, dass, also vor dem Krieg, als der Krieg schon begonnen hat, dann Er hat keine Vision für Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was er, ich glaube, also ich
ich kenne ihn jetzt gut. Ja. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass sein inniger Wunsch die Rückkehr der Habsburger gewesen wäre. Und dem Otto hätte es auch gefallen. Ja, natürlich. Ich hab leider mit Otto nicht darüber sprechen können. Leider. Leider. Das ist schade. Er ist gestorben, als ich das Buch nicht einmal angefangen hatte zu schreiben. Aber ich habe einige Gespräche mit Otto gehabt, aber leider nicht über Orte. Also das ist, ja. Tja, Künstlerpech. Ja. History, das Problem. So ist das. Es war noch eine Frage, deine Frage. Ja. Die Rezeption eigentlich. Erst Nein, die Dimensionsfrage und die Rezeptionsfrage. Ich glaube, ja, die Entlösung. Ungarn wollte sich nicht fügen, wollte seine Juden nicht geben. Also man muss sie nehmen. Das ist ja ein weiterer zwingender Weg für Hitlers zweites oder vielleicht sogar primär Ziel, diesen Krieg zu führen. Ja, ich bin davon überzeugt. Weil Ungarn hat, also gut, das wirtschaftliche Argument ist irrelevant, weil die Ungarn wurde schon ausgebeutet von den Deutschen. Also es wurden schon ziemlich viele Ware ausgeliefert. Das Argument mit Rumänien ist auch im März 44 ist auch nicht mehr relevant, weil die Sowjets sind praktisch schon in Rumänien. Die Rezeption im Kommunismus, ein holsteinartiges Bild, das gleich bleibt? Nein, es war ein Tabu. Also die Entwicklung der ungarischen Geschichtsschreibung in den 60er, 70er, 80er Jahren hat, also die Geschichtsschreibung hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Man hat die Habsburger Monarchie wieder, also man hat die Wichtigkeit, die Rolle der Habsburger Monarchie erkannt, evaluiert, bewertet, aber Horthy war bis zum Ende ein Tabu. In der Geschichtsschreibung? Ja. In der Bezugnahme der Propaganda auch, der kommunistischen Propaganda? Es ist zweideutig, weil man wollte keine gezielt Antipropaganda machen, weil es war natürlich gefährlich. Wie gesagt, über die Bücher, ich habe jetzt erzählt, lieber nicht davon reden, weil wer weiß, was im Volk für komische Ideen kommen. Und es gab einige Artikel, ein Artikel von der Kollegin Maria Ormosch, aber sie war nach Szeged geschickt worden, also sie war nicht hoffähig und sie hat, ich glaube, in 78 oder 79 einen Artikel verfasst über, war das Horthy-Regime eine Form von Faschismus? Und sie sagt nein, aber der Artikel ist in Frankreich gedruckt worden, nicht dort. Es ist in der Revue Historique in Frankreich gedruckt worden und es war einen Vortrag von der Kollegin gehalten in einer winzigen Kommission der Akademie der Wissenschaften. Also gar nicht an der Uni oder für ein breiteres Publikum, um Gottes Willen. Nein. Aber wurde nicht gedruckt. Interessant. Aber der Vortrag wurde gehalten in einem ganz kleinen Zirkel. Ja, genau. In Ungarn. Zur Zeit eben noch vor dem Fall der Mauer, vor der Öffnung des Eisernen Vorhangs. Meine Damen und Herren, ich sehe scharf blickend ins Publikum keine weiteren Fragen mehr, ist das richtig? Doch, eine gibt es noch, bitte. Ja, ich wüsste gern, welche Rolle im Untergrund vielleicht die Fallkreuzer heute noch spielen. Oder wieder spielen. Die Fallkreuzer spielen noch eine Rolle im Ungarn. Sind sie vergleichbar mit den Tendenzen? Überhaupt die Ungarn greifbar sind, feststellbar sind? Es ist nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil die Jobbik sind auch nicht so ganz dumm. Sie wollen nicht offen faschistische... Ja, die Magyar Garda, zum Beispiel die ungarische Garde, hat ihre eigenen Symbolen, Uniformen, Zeichen erfunden, damit sie nicht jene von der Pfeil, weil sie sind verboten. Also
Und sie wissen ganz genau, dass wenn sie, und jetzt ist Jobbik im Parlament und will sich normal, also will als eine normale Partei erscheinen, und die wissen ganz genau, dass wenn sie diese Symbole oder die Rhetorik der Pfeilkreuzer übernehmen, dann das geht nicht. Es ist natürlich aber eine Tatsache, dass bei einigen Leuten, der Jobbik oder der Madhya Garda, Szalasi und die Pfeilkreuzer Helden sind. Aber in der Öffentlichkeit, das kommt nicht vor. Es wär zu viel. Aber ja, also Fanatiker und Verrückte gibt es natürlich in jeder Hinsicht. Ja. Meine Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, dass wir schon am nächsten Donnerstag, nämlich am 20. November, einen Vortrag hören werden, nicht hier, sondern in der Volksbank. Währungsunion, Wirtschaftsunion, Bankenunion, Fiskalunion, Europa auf dem Weg zur politischen Union, jenes Europa, von dem man sagt, dass es keine Perspektiven haben soll. Ottmar Issing wird da sprechen, und zwar in der Volksbank am 20. November, das ist ein Donnerstag. Da möchte ich darauf hinweisen, dass es nicht hier, sondern Kennedy-Dame ist in der Volksbank, in der neu eingerichteten Volksbank, einer unserer Sponsoren. Ottmar Issing war mal Chefökonom der Bundesbank und der EZB, Vorgänger von Herrn Stark. Und am 24. November, also heute in 14 Tagen, sehen wir uns wieder hier zu einem Vortrag von Hans-Peter Schwarz, einem ganz renommierten deutschen Historiker und Politikwissenschaftler, der über Kohl und über Adenauer Biografie geschrieben hat, zum Thema der Staat im Schatten der Krisen des frühen 21. Jahrhunderts. Ein sehr aktuelles Thema. Es gibt nämlich immer mehr Staaten. Erstaunlicherweise wachsen die immer mehr, trotz supranationaler Einrichtungen. Ich werde diesen Abend aber nicht schließen, ohne zu danken unserem Gast aus Paris, Katrin Orell, dafür, dass sie in unserer Sprache wunderbar Deutsch referiert hat, zur Diskussion bereit stand, also wirklich brillant und beeindruckend, und uns eine Biografie präsentiert hat. Ich übertreibe nicht, ich sage die Wahrheit, auch praktisch zur Diskussion, Rede und Antwort gestanden hat, gezeigt hat, dass es wohl die beste Hockey-Spezialistin ist, die wir haben, die derzeit ein solches Werk vorgelegt hat. Chapeau, merci beaucoup, vielen herzlichen Dank für alles, auch für Ihre Fragen, die nochmal die Diskussion bereichert haben. Ganz herzlichen Dank dir, Ihnen auch danke fürs lange Ausharren, fürs Kommen und fürs Weiter zu den Europagesprächen kommen. Dankeschön.